Ein Bohrhammer rettet Leben? Wer hätte das gedacht? Mario hat einen ganz normalen Arbeitstag, doch am Ende rettet er als Bauarbeiter Leben. In unserer heutigen Geschichte von Super Mario Odyssey muss Mario arbeiten gehen. Und zwar als Bauarbeiter. Da hat er alle Hände voll zu tun. Nicht irgendwo, sondern natürlich in der Großstadt. Und er ist auf jeden Fall bereit. Yeah! Es kann losgehen, endlich wieder ein neuer Arbeitstag. Ich liebe es, als Bauarbeiter zu arbeiten. Dann mal los, die Großstadt wartet auf mich. Ich muss schnell zu meinem Chef. Am besten nehme ich den Roller, dann bin ich schneller da. So, da ist er ja auch schon. Okay, dann mal los. Vorsicht, ein parkendes Taxi, da kann ich ja einfach vorbeifahren. Und jetzt muss ich mal gucken, vielleicht kann ich meinen Roller hier parken. So, ja, perfekt. Das ist ein guter Parkplatz. Okay, da vorne ist er. Da vorne ist mein Chef, der Bauleiter. Hallo, Chef. Mein Chef heißt übrigens Roland. Hallo, Chef, da bin ich schon. Ja, hallo, Mario. Schön, dass du da bist. Mario, wir haben einen wichtigen Auftrag für dich. Ja, was gibt's denn? Naja, du musst Leben retten. Wie bitte? Aber ich bin doch nur ein normaler Bauarbeiter. Ja, das stimmt, aber anscheinend steckt jemand in der Erde fest. Und zwar handelt es sich dabei um einen Buhu. Aber wie genau soll ich ihn retten? Du wirst besondere Markierungen auf dem Boden sehen. Dann musst du nur noch deinen Bohrhammer, einen Presslufthammer, Nagel und Pfeil oder was auch immer verwenden, um ihn da freizuschaufeln. Alles klar, Roland. Ich mache mich direkt auf den Weg. Okay, zur Kanalisation von New Donk City geht's hier lang. Ich muss einfach nur den Gullideckel verschieben. Na gut, was soll's. Dann ab geht die Post. Einmal verschieben. Uiuiui, das ist aber schwer. Und jetzt ab in die Kanalisation. Hoffentlich funktioniert das. Eieieiei, wo bin ich denn hier gelandet? Tief unter der Erde. Na gut, schaufeln wir uns erstmal einen Weg hier durch. Hier soll irgendwo ein Buhu feststecken? In der Erde? Aber Buhus sind doch Geister. Wie kann das funktionieren? Ich verstehe das nicht. Aber wir machen uns natürlich auf den Weg. Buhu, wir kommen! Oh nein! Ui! Gerade noch diese Steinwumms besiegt. Oh, die sind echt gefährlich. Die sollte man niemals unterschätzen. Nein, 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 nicht zerquetschen! Puh, das war knapp. Riech-Piranhas? Was machen die denn hier? Hey, weg mit euch! Ha, komisch. Moment mal. Ich höre Geräusche. Die kommen aus der Röhre. Mal nachsehen. Ha, hier sind diese Markierungen. Hey, Luigi, Yoshi, Prinzessin Peach, ihr seid ja auch da. Könnt ihr mir helfen, den Geist zu retten? Aber klar doch, Mario. Wir sind hier, um dir zu helfen. Der Baumeister hat uns ebenfalls kontaktiert. Denn das ist keine normale Arbeit. Denn es geht hier um Leben und Tod, verstehst du? Ja, ja, ich weiß, deswegen bin ich auch da. Okay, lieber Buhu, gleich haben wir dich gerettet. Na, hoffentlich kommt er da wieder frei. Und? Buhu, geht es dir gut? Was ist denn jetzt los? Und? Ja, danke schön. Sehr gerne, Buhu. Hauptsache, wir haben es geschafft. Ein wichtiger Auftrag wurde damit erfüllt. Ich denke, dass ich meinen Chef damit sehr, sehr stolz mache. Ich muss gleich mal zu ihm hingehen und ihm erzählen, wie ich das gemacht habe. Da bin ich auch wieder. Roland, ich muss dir was sagen. Nenne mich nicht Roland, ich bin dein Chef, okay? Wir siezen uns immer noch. Ja, Entschuldigung. Chef, ich hab's geschafft. Keine Zeit zum Quatschen, du musst sofort in das Seeland. Was? Warum? Da gibt es ebenfalls jemand, der in der Erde steckt. Und wer genau? Ein Blooper. Mario, beeil dich. Okay, ich mach schon. Das klingt alles andere als gut. Ich meine, ein Blooper ist ein Wasserbewohner. Es ist ein Lebewesen, welches im Wasser lebt. Und das soll in der staubtrockenen Erde stecken? Oh nein, ich muss mich beeilen. Aber trotzdem sollte ich darauf achten, nur über die Straße zu laufen, wenn es grün ist oder wenn keine Autos fahren. Na gut, jetzt aber schnell. Oh Mann. Ich hoffe, ich kann auf die Hilfe von Luigi, Yoshi und Prinzessin Peach bauen. Die müssen mich nach wie vor unterstützen. Denn ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Bauarbeiten sehr, sehr schwer sein werden. Also das Herausholen des Bloopers. Ich meine, allein die Tentakel.
Das wird nicht einfach werden. Also, auf zur Odyssee. Und dann würde ich sagen, hoppala, los geht's. Seeland, wir kommen! Ja, wir sind dabei. Danke, Cappy, dass du mich unterstützt. Aber Mario, das ist doch nicht der Rede wert. Los geht's. Gemeinsam sind wir stark und können alles schaffen. Oh, das ist mal eine tolle Einstellung. Los geht's. Aber wo sollen wir im Seeland suchen? Naja, ich denke mal, dass wir zum Grund müssen. Zum Grund des Wassers. Denn nur ganz unten sollten wir sowas wie Erde finden können, oder? Puh, da sagst du was. Das ist ein extrem guter Hinweis. Wollen wir doch mal nachsehen. Wie komme ich so tief wie möglich ins Wasser? Irgendwo müsste es doch bestimmt eine Röhre geben, oder? Eine Art Kanalisation, wo wir ganz tief unter die Erde können, um diesen Blooper zu befreien. Schauen wir uns mal um. Ah, Moment mal. Ich habe da so eine Idee. Was ist mit der Glaskuppel? Ist da nicht ein Tunnelsystem? Kann ich da nicht vielleicht mit einem Cheep-Cheep herunterschwimmen? Ein Versuch ist es allemal wert. Schauen wir gleich mal nach. Oh, erstmal tief unter die Erde. Und ich hoffe, ich kann mir ein Cheep-Cheep ausleihen. Hey, ihr Süßen, nichts für ungut, aber ich schnapp euch mal. Okay. So, und einmal da raus und wieder ab ins Wasser mit uns. Schön tief schwimmen. Einmal durch diesen sagenumwobenen Tunnel. Uiuiui, hier geht's aber tief runter. Aber klar, wir müssen auch irgendwie die Erde erreichen. Irgendwo tief am Meeresgrund. Hier sehe ich Erde. Sind wir hier richtig? Oh, Kapitän Toad, was machst du denn hier? Mario, gut, dass du da bist. Schnell, du musst diesen Blooper retten. Und wo finde ich ihn? In die Röhre, mit dir, schnell. Okay. Hä? Moment mal. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich sehe hier keinen Blooper, aber verseuchtes Wasser. Oh nein, liegt das daran, dass dieser Blooper irgendwie sowas wie Tinte ausgesprüht hat, weil er eben versteckt? Wahrscheinlich war das sowas wie ein Hilferuf. Okay, wenn ich den Blooper rette, sollte das Wasser hier auch wieder bereinigt sein. Okay, ich muss es einfach versuchen. Nicht nur, um das Wasser zu retten oder es sauber zu machen, sondern auch, um das Leben des Bloopers zu retten. Dann mal schnell weiter. Das muss die Röhre sein. Die müsste mich zu diesem Blooper bringen. Okay, dann mal schnell. Beeilung. Gemeinsam sind wir stark. Wir schaffen das. Seid ihr wieder alle da? Na klar, Mario. Na klar sind wir da. Yoshi. Okay, dann wollen wir doch mal versuchen, die ganzen Tentakeln hier auszuschneiden. Aber ich muss sagen, das ist gar nicht mal so einfach. Oh ja, Mario. Wem sagst du das? Es klappt nicht so recht. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin ganz zufrieden mit meinem Werk. Okay, gut, Luigi. Das ist schön. Aber Moment, ich bin auch gleich durch und geschafft. Ende. Puh. Hoffentlich können wir den Blooper jetzt befreien. Und? Ich hab's geschafft, Mario. Oh, klasse, Luigi. Hauptsache, wir retten den Blooper. Du bist wieder frei, mein Freund. Gute Reise. Und pass auf dich auf. Nicht, dass du wieder in die Erde gelangst. Oh, Halleluja. Wir haben's gemeistert. Hä? Moment mal, mein Handy klingelt. Das ist mein Chef. Hallo, Roland. Nenn mich nicht Roland. Wie oft denn noch? Oh, Entschuldigung. Hör zu, Mario. Es gibt einen noch wichtigeren Auftrag. Es gibt einen Kettenhund, der in der Erde feststeckt. Was? Sie machen Witze, oder? Na klar mache ich Witze. Ich bin der Osterhase und bringe faule Eier mit. Mario, natürlich nicht. Beeil dich. Ab in die Kaskadenfälle. Ja, okay. Ich mach ja schon. Oh Mann. Er hätte mir wenigstens ein paar mehr Infos geben können. Kaskadenfälle. Das ist doch da bei den Fossilen, oder? Naja, wie auch immer. Ich sollte mich einfach beeilen und rechtzeitig da sein. Oh, der arme Kettenhund. Der tut mir wahnsinnig leid. Schnell. Wenigstens konnten wir den Blooper retten. Aber auch den Geist, den Buhu. Also gut, der Kettenhund. Wer hätte gedacht, dass ich mal so einen spannenden Arbeitstag haben werde? Statt auf irgendwelchen Stahlträgern rumzuhopsen und irgendwas zu befestigen, muss ich heute mal was ganz anderes tun, nämlich Leben retten.
Mit einem Bohrhammer. Beziehungsweise Presslufthammer. Wie auch immer. Wir müssen schnell weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Volle Kraft voraus mit der Odyssee zur Kaskadenfälle. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Oh, Kettenhund. Bitte bleib stark. Ich meine, Kettenhunde sind stark, oder? Sie bestehen aus Stahlketten und ach, keine Ahnung. Oh, ich mache mir echt Sorgen. Okay, da wären wir auch schon. Kaskadenland. Fossilfälle. Genau, das ist die offizielle Bezeichnung von diesem Ort. Aber wo genau soll ich hier suchen? Naja, ich mache mich einfach mal auf den Weg. Irgendwo werde ich schon was finden. Gut Ding will Weile haben. Ich halte meine Augen offen. Wo könnte der Kettenhund in der Erde feststecken? Moment. Vielleicht irgendwo, wo es ganz viele Kettenhunde gibt. Hey, mein Freund. Ich brauch dich mal ganz kurz. Ich denke mal, das ist die richtige Röhre. Ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Vielleicht bringt ihr mich weiter. Dankeschön. Entschuldigung, ich muss aber schon los. So, Mir scheint, als gäbe es hier nichts weiter für uns zu tun, Mario. Das mag sein, Cappy. Aber wir sollten trotzdem mal nachsehen, ob wir hier irgendwo einen Kettenhund in der Erde finden. Und dazu müssen wir auch ganz kurz dieses Kettenhund-Rätsel lösen. Wir müssen alle Kettenhunde genau da reinfeuern. Weißt du, was ich meine? Und ja, wunderbar. Okay, schnell weiter. Noch haben wir nicht gewonnen. Was haben wir hier? 3 Kettenhunde. Aber können mich diese Kettenhunde hier weiterbringen? Moment, so funktioniert das nicht. Ich muss mit denen hier in der Grütze schnappen. Und dann, zack, gemeistert. Und jetzt bloß weg hier. So, da gibt es einen Powermond. Den kann ich gleich mal einsammeln. Und dann müssen wir durch die Röhre. Ich glaube, da sind wir richtig. Beeilen wir uns. Huiuiui. Tatsächlich, hier ist ein Kettenhund unter der Erde. Wir müssen ihn befreien. Schön, dass ihr wieder da seid. Na klaro, Mario. Ich gebe wieder mein Bestes. Ist doch klar wie Kloßbrühe, was? Und ich auch. Diesmal schaffe ich das. Gut, Prinzessin Peach. Bei dir auch alles in Ordnung, Yoshi? Ja, Yoshi. Ja, das freut mich. Alles klar. Jetzt noch die Zähne. Oh, sieht ein bisschen krakelig bei mir aus. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber naja, ich bin nicht ganz stolz auf mein Werk. Und... Tada! 93 Punkte für Prinzessin Peach. Peach, danke für deinen Einsatz. Aber klar doch. Zusammen sind wir stark. Du bist wieder frei, mein Kettenhund. Aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Was meinst du? Oh, was ist denn jetzt los? Ja, Mario. Du bist in meine Falle getappt. Danke, dass du meinen Kettenhund befreit hast. Los geht's. Oh nein. Wusste das mein Chef? Das war tatsächlich eine Falle. Oh mein Gott. Okay, ich muss mein Bestes geben. Ich muss die komische Hasendame bezwingen. Zusammen mit ihrem Kettenhund. Okay. Dann kriegst du das. Volle Breitseite. Das hat gesessen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wow, Vorsicht! Na, warte! Ha, damit hast du wohl nicht gerechnet. 1:1, würde ich sagen. Du hast mir mal Schaden zugefügt und ich habe dir ein kleines bisschen von deiner Energie abgezogen. Ha, los, mein goldener Kettenhund, mach ihn platt. Nicht mich, den Hund. Ich meine, Mario. Mann, oh Mann. Okay, okay. Gleich habe ich den Kettenhund. Hey, Moment mal. Lass meinen Kettenhund in Ruhe. Perfekt. Wieder ein wichtiger Treffer für mich. Mir reicht's jetzt langsam, Mario. Nimm das! Oh, oh. Ich glaube, die macht jetzt ernst. Oh, hätte ich bloß nicht, ouch, diesen Kettenhund befreit. Oh, das wird jetzt echt knifflig. Ein Treffer und ich habe verloren. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Ich muss stark bleiben. Und diesmal schnappe ich mir den Kettenhund. Nein, 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 lass ihn los. Lass ihn los, habe ich gesagt. Niemals. Und das hier. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen schlafen. Gute Nacht. Hui, wir haben es geschafft. Das war wirklich gefährlich, aber Hauptsache, uns geht es gut. Oh,
mein Handy klingelt. Mein Chef, hallo Roland. Hallo Mario, irgendwann lernst du es hoffentlich, mich nicht mehr Roland zu nennen. Also hör zu Mario, das mit dem Kettenhund, das war eine Falle, geh da nicht hin. Alles gut, ich hab das schon erledigt. Was? Kein Scherz? Ja, kein Scherz, bin ich etwa der Osterhase? Haha, also schönen Feierabend Mario. Oh, vielen Dank. Diesen Arbeitstag werde ich wahrscheinlich nie wieder vergessen. Meine Lieben, bleibt katztastisch.